Ups, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, herzlich willkommen. Lass mich erstmal hier mal ein paar Nachrichten schauen, Leute. Ach, herrlich, ich freue mich immer noch für 1000 Abonnenten. Voll geil, die Scheiße. Und, heute zeige ich euch mal, wie ihr in GTA zu dem berühmten Hai kommt. Also, wie ihr vom Hai gefressen werdet. Ihr müsst ja nicht unbedingt gefressen werden, ihr könnt auch wieder aufs Boot raufsteigen. Auf jeden Fall besorgt euch am besten so ein Boot und dann fahrt ihr raus aufs offene Meer. Ich habe jetzt mal einen kleinen Wegpunkt markiert. Gut, so weit müssen wir jetzt nicht raus. Aber umso weiter wir draußen sind, umso höher ist die Chance auch, dass wir vom Hai gefressen werden. So, und am besten ist es, wenn ihr nachts losgeht. Also so zwischen 0 Uhr und 4 Uhr nachts. Da sind die Haie besonders aktiv. Tagsüber kann es auch passieren, dass ihr mal ein Hai antrefft, aber es ist wirklich unwahrscheinlich, dass ihr auch mal tags ein Hai seht. Durch Zufall trefft ihr mal auf so ein Hai. Aber beste ist immer nachts, weil da kommen die meisten Haie. Das habe ich rausgefunden und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, wir sind jetzt weit genug draußen und wir stoppen jetzt einfach mal den Motor hier. Stopp jetzt. Treffer, stopp. Und jetzt rein ins kühle Nass. So, moin moin. Und jetzt taucht ihr einfach euren Kopf nach unten. Und da hinten seht ihr ihn schon. Ihr schwimmt jetzt einfach mal ein bisschen zum Hai. Achtung. Da ist er, guck mal. Oh, ist er nicht schön hier? Ah ne, warte mal, das ist ja gar nicht der Hai. Das ist der Hai, genau. Scheiße. Nein. Nein. Oh, Gottes Willen. So, jetzt nochmal den Kopf nach unten. Moin moin Hai. Ja, ihr seht hier einen typischen weißen Hai. Kann man ihn sehr gut erkennen an seinen Augen und an seiner Maulbreite. Das ist eindeutig ein weißer Hai. Ein Hammerhai, der würde jetzt anders aussehen. Aber ich glaube, das muss keine. Das sieht ja, glaube ich, jeder, dass es ein weißer Hai ist. So. Ihr seht sogar die Spitze. Und jetzt müsst ihr ein bisschen warten. So, ihr müsst machen wie ein Fisch. Glub, glub, glub. Komm schon, du scheiß Hai. Friss mich doch jetzt endlich. Komm, friss mich. Ja, toll, jetzt will der Hai nicht. Ah, du Scheißhai, verpiss dich doch. Komm her. Ah, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, Leute. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich erwischt. Ihr seht schon, keine Trophäe. Warum? Ich habe die Trophäe nämlich schon abgestaubt. Und jetzt bin ich außer Gefecht. Und jetzt bin ich tot. Voll cool, oder? Auf jeden Fall muss ich euch das empfehlen. Und ihr könnt diesen Hai sogar töten. Am besten würde ich euch dafür aber ein Segelboot empfehlen. Dann springt ihr ins Wasser. Und dann wartet ihr auf den Hai, geht wieder auf das Segelboot drauf, packt die Sniper aus und tötet den Hai. Und der Hai sinkt dann zu Boden. Richtig coole Sache. Also eine geile Aktion auf jeden Fall. Und Singleplayer, Online-Modus, gibt es den Hai nicht. Im Online-Modus gibt es nämlich nur so kleine Fische, wie das halt so ist. Aber Tiere gibt es in im Online-Modus leider nicht. Finde ich ganz ehrlich schade. Ganz ehrlich. Finde ich ganz ehrlich scheiße, Rockstar. Verdammt scheiße, Rockstar. Ich will Tiere im Online-Modus. Mach jetzt mal wieder Tiere rein. So. Jetzt sind wir hier im langweiligen Singleplayer. Gibt es nämlich nicht viel. Ich hatte mir nämlich richtig viel Kapital angehäuft, bis ich dann alles wieder gelöscht habe. Aus Versehen gelöscht. Aber ich denke mir einfach, was soll der Scheiß? Wir gehen jetzt einfach in den Multiplayer rein. Da unten, dieser Glatzkopf, das bin ich. Moin, moin. So, und ich muss euch noch was vorlesen. Und da muss ich euch noch was erzählen, weil das dauert ja immer ein bisschen, bis wir im Online-Modus sind. Also, GTA Online, und zwar die Cheater, die sind ja im Visier. Und im Zuge der Wartungsarbeiten haben wir Exploits beseitigt, die es dem Spieler ermöglicht haben, gefälschte Ingame-Geld in GTA Online zu generieren und zu verteilen. Spieler, die irrtümlicherweise solches Geld erhalten haben, wurde es wieder abgezogen, ohne dass disziplinarische Maßnahmen zu erwarten sind. Wir behalten uns jedoch vor, Spieler, die gecheatet haben, nach unserem Ermessen zu bestrafen. Wow, Mann, Rockstar macht was gegen die Cheater. Hey, geil, endlich mal. Wird ja auch mal Zeit. Nun ja, die Leute werden halt gebannt. Die bekommen halt ihre Strafe. Und das ist doch auch irgendwie was Cooles, weißt du? Ein Spiel mit Regeln. Finde ich klasse.
Ganz klasse. Da gibt's endlich mal Gesetze in so einem GTA. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier wieder in meiner geilen Wohnung und werde natürlich jetzt hier gleich mal in meine Garage gehen und schau mal, was ich habe. Achtung, aufpassen. Nein. Hä? Habe ich nicht Garage gedrückt? Naja, es ist auf jeden Fall früher Morgen, so wie es aussieht. Oh ja, 2 Uhr. Nebliger Tag in Los Santos. Standard. Und ich habe auch endlich mal Waffen. Jetzt komm mal schön her hier. Habe jetzt auch hier mal schon ein paar Waffen. Billigknarre zum Beispiel. Wobei die billig... Hä? Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich ein Kopfgeld bekommen. Das ist ja mal krass. Moin moin, aussteigen bitte. Ja, ich wollte mich nochmal fett bedanken, Leute. 1000! Also 1k Abonnent. 1k, also 1k bedeutet 1000. Voll fett, Alter. Oh, herrlich, Leute. Ach, ich freue mich einfach nur. 1000 Abonnenten, Leute. Ich bin glück... What the fuck? Was ist das? What the fuck, ein Kampfchat? Das ist ein Hydra-Kampfchat, Leute. Ach du Scheiße. Komm her. Seht ihr ihn? Man kann ihn nur schlecht erkennen, wenn ihr das jetzt auf dem Handy anguckt. Aber da ist auf jeden Fall ein Hydra-Kampfchat drin. Oh, Leute! Hey, der Hydra-Kampfchat will mich töten? Willst du mein Kopfgeld haben? Hey, der kriegt mich aber nicht. Das kann ich euch immer schwören hier. So, wo bin ich denn? YouTube Gamescom, wo ist er denn? Ah, da unten. Ja. Ah, ich muss euch noch was erzählen. Scheiße. Scheiß Kampfchat hier. Da ist er. Oh, guck mal hier. Wie der weiße Hai. Richtig schnell hier. Aber der Pilot ist zu blöd, um mich zu killen. Also, das bringt jetzt nicht viel. Wir machen jetzt einfach mal weiter. So, zack, Autoclown. Also, ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ein sogenanntes Netzwerk hat sich bei mir gemeldet. Und zwar gibt es ja immer diese... Oh, scheiße. Gibt es ja immer diese Netzwerke, die manchmal schreiben, hey, der junge Zocker, sie sind ein cooler YouTuber, möchten Sie gerne in unser Netzwerk beitreten? Sie bekommen 30% höhere Klickzahlen und Geld. Was soll der Scheiß? Was schreibt ihr mich hier an, ihr Scheißnetzwerke? Ihr könnt euch mal schön verpissen von mir. Ich will weder Werbung auf meinen YouTube-Videos machen, weder will ich noch klicksteigernde Scheiße machen. Was ist das? What the fuck? Also YouTube ist auf jeden Fall nicht mehr das YouTube, was es mal war. Es geht nur noch ums Geld. Aber eins könnt ihr euch sicher sein. Also ich werde nicht so geldgeiler YouTuber werden. Was war denn das jetzt? Alter, dieser komische Hydra-Kampfchat verfolgt mich immer noch die ganze Zeit. Wo ist er jetzt hin? Ah, fuck you, Alter. Was geht denn jetzt ab? Hä? Scheiße. Ja, Leute. Das war Let's Play Together. GTA Online. So. Ich würde es euch auf jeden Fall mal empfehlen. Hau ab mit deiner Shotgun. Hau ab mit deiner Shotgun. Hau ab. Oh, scheiße, mein Geld. Nein. Jonte, du Sau. Auf jeden Fall sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Games kommt auf der PlayStation 3. Versucht das mal mit dem Hai auf jeden Fall. Ich werde es hier auf jeden Fall noch ein bisschen socken. Versuche ich natürlich jetzt hier mal den Kampfchat abzuknallen, der mich versucht hier zu töten. Aber der ist einfach so schnell. Also Leute, haut rein. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao. Moin moin.